Rein mengentechnisch gesehen sind dreimal Chicken Wings genauso viel wie ein halbes Händel. Man zahlt auch genauso viel. Bloß das ist das fucking Problem bei den Leuten, dass sie sagen, es ist ihnen zu teuer. Nee. Lol, da kann man einfach die Kette senkrecht hochbauen. Wie unlogisch ist das denn? Nein. So. Hey. Oh, ich bin pleite. Diese wilde Maus ist generell irgendwie viel zu hoch. Wilde Maus muss klein sein. So geht das. Fuck. Lel. Peng. Geht sogar, lol. Wir machen einfach Looping. Da fährt das, also funktioniert das überhaupt noch? Das wäre jetzt meine Frage, ob das geht. Wie gesagt, es ist halt eine wilde Maus. Eine wilde Maus ist quasi der Klassiker der Jahrmarkt-Achterbahnen. Oh Gott, ist das dunkel hier. Oh cool, jetzt regnet es auch noch bei Nacht.
Finale. Szenario. Ich weiß halt nicht, was die Belohnung ist, wenn wir das Szenario-Ziel erstmal schaffen. Könnte natürlich gut sein, dass die Belohnung tatsächlich eine Geldprämie ist. Ich habe die Forschung, die Szenerie nicht. Oh Gott. Alles klar. Coole Sache. Habe ich natürlich toll gemacht, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Mann. Ich bin ein Vollidiot. Aber wenigstens haben wir jetzt schon ziemlich gut hier die Sachen aufgeräumt. Also die Bahnannahmen funktionieren eigentlich soweit ganz in Ordnung. Wie man halt hier auch sehen kann, eine wilde Maus ist ziemlich billig. Als Achterbahn. Yes, wir haben 50 Euro mehr Gewinn gemacht als im Vormonat. Viele Besucher sind hungrig. Hä? Ja, wie? Aber ich habe doch einen Hotdog-Stand. Egal, dann gibt's dann den zweiten. Nur wo? Das passt dann schon. So muss das sein. Schauen wir, jetzt können wir auch gleich in die Finanzen schauen, ob sich der schon gut auswirkt. Ja, doch. Das haut schon gut rein, der zweite Hotdog-Stand. Cool, Hähnchen. Oh, die sind so geil. Der Hähnchenstand ist so genial. Bin ich hungrig und wenigstens, dass sich noch keiner über die Preise beschwert. Kann man das Zeug eigentlich hier umbenennen? Ja! Kann man so umbenennen? Halbes Händel. Wiener Backhändel. Oh. Backhändel. Das hier ist ein Viertel. Händel. Und das hier sind die, wie heißen die? Chicken Wings. Großes Tee. Easy. So, jetzt bin ich ja vegan geschwommen. So viel will ich für halbes Hühnchen nicht ausgeben. Hallo, 6 Euro für halbes Händel ist total legitim. Wie viel Gewinn würde ich denn damit eigentlich machen? 3 Euro oder 2 Euro oder das sehe ich nicht so genau. Chicken stimmt der Preis. Also ich finde, das passt eigentlich, aber wenn man sich... Ne? Ist ja egal, aber ich verstehe nicht. Rein mengentechnisch gesehen sind dreimal Chicken Wings genauso viel wie ein halbes Händel. Man zahlt auch genauso viel.
Was, das ist das fucking Problem bei den Leuten, dass sie sagen, es ist ihnen zu teuer. Nee. Oh, wow. Ich hab einfach mehr doch fucking Läden eingenommen, als durch meine Bahnen. Okay. Wie? Was macht die denn da hinten? Ja, natürlich. Hauptsache, ich sehe jetzt einfach nichts mehr. Ah. So. Festlegen. So. Ich versetzen wir jetzt mal. Es kann nicht sein, dass hier die ganze Zeit Müll rumliegt und meine Reinigungskraft irgendwo am Arsch der Welt vor sich hin. Oh, toll. Boah, ey. Stellen wir einfach mal schnell neues Personal ein. Das passt dann schon. Weil damit der Mist jetzt hier mal sauber wird. Man merkt schon, irgendwie haben die das sogar hingekriegt, dass es sogar jahreszeitenmäßig einen Unterschied macht, ob es viel regnet oder nicht. Das ist schon geil. Alter. Was ist denn das? Es hat in diesem Tag, es hat im April nicht einen einzigen Tag mit Sonnenschein gegeben, Alter. Hör doch auf! Nicht im Ernst! Wahnsinn! Ich mach einfach Verluste. Okay, mach ich nicht, aber 87 Euro Gewinn ist jetzt für einen Monat nicht so toll. Hätte ich gesagt, aber wenigstens funktioniert das. Ui. Also eigentlich würde ich persönlich gerne Folgendes machen. Na gut, das passt dann schon. Fünf Züge passt. Testen wir das Ding erstmal. Land. Nichts. Na klar. Wie, die Bahn ist zu kurz? Ja, kündige gerne. Wo steht das denn? Oh, warte. Hier 50.
Hier. Ich würde an sich gerne die Länge wissen. Okay, steht hier nicht. Oh, funktioniert das hier? Jetzt wird Geld in die Kasse gespült. Nur, als ob ich das nicht schaffe. Brauchen wir da eine 7er Bewertung oder was ist da los? Ja, vermutlich mal. Ich aber so machen, dass es auch wirklich noch schön verschachtelt bleibt. Nein. Lol. Easy. Das war so geplant. Eine Frage ist halt nur, ob das so alles funktioniert. Wenn, dann wäre das schon echt cool. Und hier ist der Looping, das funktioniert schon mal alles. Ui. Ui. Ja, das ist gut. Jetzt auch nicht so viel gekostet, das Ding nochmal umzubauen. Yes! Bam! War nur eine längere Achterbahn. Knoten. Ne, warte, das Bahndesign wollte ich eigentlich speichern. Aber die Bahnlänge ist irgendwie noch zu kurz.
Und es ist schon beeindruckend, wie viele lustigen Sachen man mit nur einer fucking Kette kriegt. Komm, wir bauen noch mal. Wir müssen einfach auf mehr Bahnlänge kommen. Oh. Na gut. Halt so. Oh lol. Gut, das funktioniert jetzt so auch nicht. Lol, als ob das hier wirklich alles so eng ist. Oh Mann. Ich kann hier nicht geradeaus tour. Als ob. Was ist das denn für ein Blödsinn? Erstmal schauen, ob das überhaupt funktioniert. User joined your channel. Moin, willkommen im Let's Play. Oha, wo bist du gerade? Rollercoaster Tycoon 3. Oh, tapfer, okay. Streamst du dann? Nein, ich spiele normal. Oh, sorry. Ich wollte kurz fragen wollen. Ich habe jetzt irgendwie das gar nicht so super ernst genommen, dass du im Aufnahmechannel bist. Ich merk's. Ich wollte fragen, ob du in Tänzen heute gleich ab 14 Uhr wieder aufnehmen wolltest. Nein, ab 14 Uhr kann ich gar nicht, weil ich die Folge erst um 17 Uhr veröffentliche. Genauso wie du. Ach, jetzt auch? Ich hab gedacht, wir hatten uns auf 14 Uhr geeinigt. Und es ist super, dass ich nochmal gefragt habe. Ach so? Na, ich würde eigentlich. Also, ich weiß nicht, ob ich heute schon machen sollte. Das ist die Frage. Also. Natürlich, also gehen würde es. Ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so sonderlich sinnvoll ist, das heute schon zu machen, weißt du? Okay. Weil ich nehme an, der Server wird jetzt dann schon wieder ziemlich schnell sehr voll werden. Das kann sein, das ist jetzt ganz arg lang. Da habe ich und au, Gott, ist das hier gerade laut. Dann überlasse ich dich mal hier im Schicksal und dann wenn ich dann ja. Ja. Ich bin gerade dabei, eine wilde Maus zu bauen. Okay. Und zwar auf die wahrscheinlich chaotischste Art und Weise, die es geben kann. Und ich habe kein Geld mehr. Oh. Dann lassen wir das Baum mal sein und holen uns wieder Geld, indem wir einfach das Spiel laufen lassen. Genau. Alles klar. Ja, gut.
viel Erfolg. Danke dir. Ciao. Tschüss. User disconnected from your channel. Alles klar. Gut. Dass man nicht einmal normal aufnehmen kann hier. Ja. So, was verursacht die eigentlich gerade so Kosten? Dass ich trotz Bahneinnahmen von fast 1000 Euro im August keinen wirklichen Gewinn erzielt habe. Und die Forschung haut schon rein. Das ist klar. Aber gut, prinzipiell muss ich bloß die wilde Maus auf Fahrtlänge. Alter, kommt schon. Ich brauche Geld, da ist ein Gewitter eher störend. Davon abgesehen, wo zum Teufel kann man die überhaupt extra ankaufen? Kann man das Gewitter aufhören? Ich möchte mir das gerne anschauen. Ach, da oben geht das. Ach, so ist das. Okay. Oh. Das wird jetzt hier sehr eng. Weil da komme ich nur noch. Also das würde ich schon spannend bekommen, mich hin. Nep. Das geht schon mal nicht. Ich muss mich hier in diesem Knoten erstmal zurechtfinden, wo ich überhaupt theoretisch raus kann. Okay, das hat schon mal nicht hingehauen. Das hat schon mal auch nicht hingehauen. Das hat hingehauen, aber da komme ich dann hier nicht mehr rein. Ui. So. Dann testen wir das Ding nochmal. Jetzt hat's geklappt. Alles klar. Und wie sind jetzt die so... Oh Gott, ist das gut. Kann ich das speichern? Knoten 2. Ist natürlich klar. Wir haben halt jetzt eigentlich auch nur die Bahnlängen rausgezögert, also dass die Bahn einfach nur länger wurde. War fester Platz eigentlich wirklich, ich würde fast sagen, optimal genutzt. Also sehr schön kastenförmig würde ich die Bahn beschreiben. Ey, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut geht.
Oh yay. Dieses Bahndesign. Ja, das würde ich mal sagen, haben wir Nacht. In einer Stunde sogar das Szenario noch gespielt. Das ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Schön. Ich würde sagen, wir verabschieden uns aber erstmal. Wir werden uns bei schönem Wetter verabschieden. Also wenn es nicht regnet. Dass wir auch vielleicht noch ein bisschen hier weitermachen. Und bei Tag. Oh ne. Ja, beeil dich. So. Speichern. Und jetzt geht's weiter mit sich treiben lassen. In der nächsten Folge. Und bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen.